Mann, ich muss ganz schnell auf Toilette, Alter. Oh Gott, ich habe so einen Durchfall. Gott sei Dank ist das Baby nicht mehr da. Ich muss auf Klo, ich muss auf Klo. Was machst du? Baby? Was machst du in meiner Wohnung? Oh, nee. Oh, warte mal ganz kurz. Ich muss jetzt aber mal ganz schnell. Ganz schnell. Oh, oh, Bruder. Da. Oh, da. Oh. Oh. Oh, komm an. Oh. Oh, Gott. Okay. Ja, Leute. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, The Baby in Yellow. Elias hat sich schon wieder meine Bude geschlichen. Bruder, heute nicht in meiner Wohnung. Elias, wo bist du? Ich hab dir gesagt, heute... Hä? Mir reicht's langsam! Letzte Warnung jetzt! Ich gehe jetzt ans Klavier und dann spiele ich. Und wenn du da nicht kommst, dann gibt's die osmanische Rückhandschelle. Hast du mich verstanden? Tür! So. Ja! Ja, was denn? Hör auf rumzuholen! So, weißt du was? Deine Mama hat mir erzählt, wenn du nicht hörst, soll ich die Musik anmachen. Und wenn ich das mache, mein Lieber, wenn ich das gleich mache, schmeiß ich dich in den verdammten Lüftungsschacht. So, mach die Tür auf. Die CD, warum die hier ist, frag nicht, soll wohl gesichert sein, weil das Baby nur Unsinn im Kopf hat. Jetzt muss ich in meinem Zimmer in eine Rückwand gehen, um diese blöde CD zu holen. Es kann echt nicht wahr sein. Musik wird abgespielt und jetzt will ich, dass du herkommst, junger Mann. Aber ganz schnell. Gib mir den verdammten Schlüssel. Und jetzt machen wir mal die Mucke aus. So, Bruder. Ich hab dir gesagt, was passiert, wenn du mich reinlegen willst. Und jetzt mach einen Abgang. Hör auf zu weinen. Du kannst in meiner Bude bleiben von mir aus. Du nervst, Mann. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich meine natürlich, ich gehe jetzt erstmal in den Keller. Ich muss jetzt hier erstmal dafür sorgen, dass wir... Der Strom ist aus. Ha, ha, ha. Wisst ihr was, Leute? Nehmt das Baby mit, weil ich soll ja auch aufpassen. Okay, was geht hier ab? Hallo? Elias? Elias! Was ist denn mit dir passiert? Was machst du denn da am Fernseher? Junge, warum bist du denn so groß geworden? Digga, der checkt ja gar nichts mehr. Hey, Bro! Elias, hallo. Hey, was ist denn los mit dir? Junge, ich krieg das fette Baby einfach nicht. Jo, wie viel wiegst du? Ich muss was unternehmen. Hier stimmt irgendwas nicht. Mann, da stinkt ja auch ganz komisch in der Bude drinne. Okay, ich gehe jetzt erstmal gucken, wie ich den Fahrstuhl hier wieder aktivieren kann. Ich muss nämlich mal ganz dringend zu den Eltern hoch. Und das ist nämlich der Fahrstuhl. Jetzt muss ich erstmal sehen, dass wir den mal ganz schnell aktivieren. Wir haben hier hinten so eine Stromhütte. Das Lachen gehört. Es war doch ein Kinderlachen. Da war doch ein Kinderlachen. Du hast doch die Tür zugemacht. Okay. Ich nehme mir erstmal eine Sicherung und pack die mal ganz schnell hier rein. Als nächstes packen wir die Sicherung hier rein. Okay. Soweit, so gut. Ja. Elias, was hast du da in der Hand? Hey. Hey! Gib mir die Sicherung wieder, Mann! Du verdammtes Baby! Glaubst du, ich mach Spaß oder was? Hör auf zu weinen! Ich setz dich da jetzt hin und du machst keinen Ärger, ist das klar? Ich packe jetzt die neue Sicherung da rein. So, ich mach den Spind jetzt erstmal zu. Was machst du da? Wo wolltest du da gerade hin, mein Lieber? Willst du mich eigentlich komplett jetzt hops nehmen? So, das reicht mir jetzt auch. Ab mit dir in den verdammten Kerker da unten rein! Hallo? Elias? Ja, Leute, aus den Augen, aus den Sinnen, kein Problem für mich. Und die Sicherung ist auf entspannt wieder am Start. Let's go. Sowieso das Dreckskind des Jahrhunderts. Das war doch alles nur Spaß. Das war doch alles nur Spaß, Bro. Eine Stunde später. Na gut, mein Lieber. Es reicht jetzt mit dem Mondspielchen. Das kannst du auch mal knicken. Am Ende des Tages ist es doch, weißt du... Ich meine das doch nicht so. Bro, komm schon.
So, jetzt aufhören. Elias, die Spielchen sind auch langsam nicht mehr lustig. 12 Sekunden später. Hör mal zu, kleiner Junge. Hör mir mal. Ey, hör auf, da jetzt rumzuspringen. Das ist mein Klavierstuhl. Elias, komm da jetzt runter. Das ist deine letzte Warnung. Es ist gefährlich, hier zu... Oh Mann, was ist... Ich hab doch gesagt, du sollst das nicht machen. Ich muss das Baby loswerden. Wie mach ich das denn? Ich hab ne Idee. So, dann hat sich das ja erledigt. Fällt ja gar nicht auf. Ich würde sagen, das kann erstmal in meiner Wohnung bleiben. Ich mache mich jetzt mal ganz schnell aus dem Staub. Boah, ich sag euch ehrlich, ey, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig mit dem Kind. Ach ja. Was? Hey Elias, da bist du ja wieder. Dir geht's ja gut. Ah, oh Gott! Was geht da denn ab? Mach die verdammte Tür auf! Das war doch nur ein Witz, Bro. Ich wollte dir eigentlich helfen. Oh mein Gott, da ist ein zweites Schloss. Elias! Elias! Oh Gott, mach die verdammte Tür ab! Ah. Oh Gott! Oh Gott! Alter, das war's. Ich kündige. Yo, was geht denn hier? Bin ich gerade aus dem Kühlschrank gekommen oder was? Junge, 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 Junge. Was geht denn da draußen ab? Ey, was ist denn hier los? Rudi? Hey, Bro, machst du da gerade einen Fortnite-Dance oder was? Das ist nicht dein Ernst. So, mein Lieber, Musik jetzt erstmal ausmachen. Und jetzt erklärst du mir mal, was du da gerade machen wolltest. Und hör auf, stopp zu gucken. Ganz ehrlich, ich schmeiß dich einmal komplett durch die Bude, du Idiot. So, jetzt kann man reden. Also, was soll dir das gerade? Ich hab dir das verboten, oder? Ich hab dir das verboten, jetzt musst du mit nach oben kommen. Das wird nicht schön für dich, ich sag's dir jetzt schon. Wir gehen jetzt durch die verbotene Tür, wir beide. Ja, das glaubt ihr mir nicht, aber das machen wir jetzt halt wirklich. So, und jetzt geht's halt ins verbotene Bettchen auch irgendwo, damit hier Feierabend ist. Ja, ich mach jetzt die Tür auf. Ich hab dir das gesagt, komm mit. Komm mit jetzt. Ja, wir gehen da jetzt rein. Du glaubst mir das nicht, aber wir gehen jetzt durch die verbotene Tür. Ich setze dich jetzt hier rein. So, er bleibt jetzt hier im Hochstuhl. Elias, das ist nicht witzig, okay? Das ist wirklich nicht witzig. Was soll das? So, da machen wir halt diesen. Na komm. Rein da durch die Tür. Du sollst durch die verdammte Tür da jetzt. Also, du hörst jetzt mal auf mich. Da du jetzt nicht durch die Tür wolltest, kommst du jetzt eben in das ganz böse Bett. Willst du das? Ab ins Bett! Ja? Ist das gut? Da liegst du gerne drin? Ich bin mir ja nicht so sicher, ob das so gut ist. Ja, aber weißt du was? Mach mal. Hallo? Hallo? Ich glaube, das war doch nicht so eine gute Idee, Leute. Hey. Oh, wie lang ist denn der Flur da hinten? Ah, entspannte Augen, okay, ja. Alles klar, Mann. Elias, können wir noch mal reden? Wir beide? So, mein Lieber, jetzt geht's ab ins Bett und heute schläfst du mal im ganz dunklen Keller. Mach's gut und da bleibst du jetzt auch. Und wenn ich noch einmal den Fortnite-Dance sehe, dann knallt's. So. Ja, manchmal braucht man die ganz anderen Erziehungsmethoden. Ist einfach so. Morgen, ganz sicher. Ja, Leute, dann würde ich doch sagen, machen wir mal einen entspannten in meinem Labor. Oder würde ich auch sagen, ah, Elias, wie geht's, wie steht's, mein Bester? Mama hat gesagt, ich soll dir wieder 3 Tage auf dich aufpassen. Die müsste auch immer so oft weg mittlerweile. Und jetzt sind wir wieder hier. Und ich sag dir eins, Kollege. Ich sag dir eins. Heute machst du kein Mist. Ist das klar? Okay, Leute, ich glaube, du hast verstanden. Elias, dann machen wir mal die Tür zu. Und wie sieht's aus? Kannst du das mit den Liegestützen noch? Na, mach mal. Ja, los, mach Liegestütze. Du sollst Liegestütze machen.
Elias, das ist deine letzte Warnung. Liegestütze. Ja, okay, es geht in die richtige Richtung. Okay, pass auf. Ich gehe kurz auf Toilette und wenn du die gleich nicht machst, knallt's. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob das hier gleich funktioniert. Toilette ist sauber, Elias. Jetzt will ich aber was sehen. Ich lurk mal um die Ecke. Na los, komm schon. Liegestütze. Na los, mein Bester. Komm schon. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Elias, gib alles. Zwei noch, zwei noch. Jawohl. Oh, noch eine. Alter. Fein gemacht, Junge. Ich wollte schon echt eine reindreschen, ne? Aber das hast du heute gut hingekriegt. Pass auf, mein Bester. Heute machen wir entspannte Basis. Ich habe dich in letzter Zeit ein bisschen schwierig behandelt, so, ne? Und du hast auch irgendwelche ganz komischen Dinge gemacht. Aber ich fütter dich jetzt erstmal. Wir haben ja heute einen richtig schönen Abend, ne, mein Lieber? Und ich bring dich mal zum Wickeltisch. So, mein Lieber, jetzt geht's erstmal zum Wickeltisch. Und ich mach dir deine Windel drauf. Und... besser ist es, mein Lieber. Fang mir heute nicht wieder so an mit dir irgendwelchen komischen Dingen. Dann knallt's. Sag ich dir, wie es ist. Ja. Na, bring ich dich mal ins Bettchen heute. Weil ich wollte noch ein bisschen zocken und chillen. Gar keine Lust, jetzt den ganzen Abend mit dir hier rumzuhängen. Weißt du, wie ich mein? So, dann nehmen wir das Plüschtier und schmeißen das mal schnell in den Müll. Oh. Und guck mal. Oh, so süß, Leute. Der Kleine schläft schon. Das ist gut. Den Schlaf wird er brauchen. So, machen die Tür zu. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal aufs Sofa entspannt Fernsehen gucken. Ein Geschenk hat Elias hier auch schon stehen. Und dann können wir uns das erstmal richtig schön bequem machen. Oh Gott, oh Gott, Elias! Och Mann, ey, jetzt heult der schon wieder. Ich bin ja gleich da. Was ist los? Die Tür ist offen. Okay, was läuft hier? Elias? Elias, wo bist du denn abgeblieben? Deiner Mann, wo bist du? Hier bist du! Wo wolltest du da gerade hin? Wolltest du da gerade auf den Dachboden? 12 Sekunden später. Wir machen jetzt Kopfquetscher. Das erzähle ich lieber gar keinem. Ja, aber ich kann ja meinen Job auch nicht gefährden. Ich muss ja irgendwie jetzt dieses Wochenende hier rumbringen. Und wir sind hier gerade mal bei Nacht 1. Elias, was machst du da? Mann, ey. Du solltest nicht aus deinem Bett rausgehen und irgendwie auf den Dachboden klettern. Was machst du denn für Sachen? Also ganz ehrlich, ich mach das jetzt hier zu. Du legst dich jetzt wieder hin, ja? Und ich pack dir auch dein Kuscheltier da rein. Nimm von mir aus die Plüschkatze oder was. Ja, bist du zufrieden? Okay. Und wenn die Tür jetzt heute Nacht nochmal aufgeht, dann knallt's. Ich will mich jetzt mal entspannen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich chillen will. Elias? Mann, so süß. Aber trotzdem nervt er echt mies. Ich muss ja noch den Tannenbaum schmücken, habe ich voll vergessen. Und deswegen, also das hatte ich den Eltern versprochen, muss ich hier auf jeden Fall gleich nochmal ganz schnell nachholen. Ist ja klar. Hier oben nochmal ein bisschen was aufhängen und ich glaube... ey, Leute, das sieht schon richtig gut aus, oder? Wer hat schon Tannenbaum von euch aufgesetzt? Also, ich habe meinen auf jeden Fall auch schon fertig bei mir zu Hause. Oh Gott. Ja, das lassen wir mal lieber. Ich glaube, wir sind fertig. Sieht aber eigentlich auch schon ganz stabil aus. Ich entspanne mich jetzt erstmal wieder auf der Couch. Und gehe ruhig. Erster Tag geschafft. Tag Nummer 2. Und ich bin gespannt, was mich heute erwartet mit dem Baby. Keine Musik. Hallo? Ich komme vor wie so ein SWAT-Einsatzkommando. Okay, alles entspannt hier. Tür erstmal zu. Elias, mein Lieber, wo bist du denn? Elias! Hey! Elias, wo bist du? Hallo? Leute, das ist jetzt aber ziemlich komisch. Ist er in der Waschmaschine? Nee, vielleicht schläft er. Elias! Elias, das ist langsam nicht mehr lustig. Elias, wo bist du? Ich gucke jetzt auf Toilette. Möglicherweise ist er da. Schauen wir mal. Hallo? Okay, nix. Elias? Ach Mensch, hier bist du. Na, sag doch was. Was machst du denn hier auf der Couch? Das guckst du im Fernseher so komisch an. Bro, da gehst du mal lieber von weg, ne? Ich hab dir verboten, Fernsehen zu gucken. Und das wirst du heute auch nicht nochmal machen. Haben wir uns da verstanden? Ich gebe dir jetzt erstmal dein Fläschchen, mein Lieber. Leg dich mal hier so am besten in den Ofen rein. Also genau hier so. Und ich geb... Elias, ist es dein Ernst? Es ist dein verdammter Ernst! Was machst du hier schon wieder? Wo ist die Flasche? Wo ist die Flasche?
Lass mich aus der Tür, Elias! Du sollst mich aus der Tür lassen! Mann, ey! Ah. Ja, das tat jetzt weh, ne? Ich weiß. Da werde ich auch wütend einfach, wenn man mich immer hops nehmen will. Da ist die Flasche. Elias? Hallo? Elias, wo bist du jetzt schon wieder? Elias, was machst du denn da? Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen oder was? Du setzt dich jetzt in den verdammten Stuhl. Ich gebe dir jetzt die blöde Flasche und dann will ich nichts mehr hören. Ich sag dir, steht mir bis hier oben mit dir. Bis da oben steht's mir. So. Ich bring dich jetzt weg. Wir gehen jetzt Windel wechseln, weil dir wieder in die Hose gemacht hast. Die Windel hat Augen. Elias, die Windel hat Augen. Die Windel hat Augen. Mann, ey, Elias. Oh. Okay, ich meine, der kann da ja nichts für. Die Windel, ja, der kann da ja nichts für. So, Junge, jetzt komm her. Ah. Aha. Verdammter Lachs. So, jetzt habe ich die Windel. Also, wirklich. Die Eltern haben gesagt, ganz entspannter Babysitterjob. Unser Baby ist ein bisschen speziell. Da dachte ich vielleicht, okay, der trinkt eine Flasche Milch am Tag mehr oder so. Aber dann sowas hier, weiß ich ja nicht. So, mein Lieber. Ohne zu sagen, geht's jetzt ins Bett. Und wir reden auch gar nicht lange, okay? Gar nicht reden. Du legst dich da jetzt rein und hältst jetzt deine Klappe. Ist das klar? Perfekt. Gut, dann machen wir erstmal Ruhe und gehen runter. So, dann sind wir mal einkaufen und kommen dann gleich wieder zurück. Das Baby schläft ja jetzt erstmal, alles ganz aufentspannt. Dann morgen. So. Komisch, hier liegen Krümel auf dem Boden. Sag mal, was läuft hier gerade? Elias, was wolltest du da gerade machen? Wolltest du gerade die Süßigkeiten nehmen, die ich dir verboten habe? Mitkomm, mein Kleiner! Oh Gott, es tut mir doch leid, Mann. Ich wollte ihn eigentlich gerade bestrafen. Ab ins Bett mit dir. 12 Sekunden später. Ich höre gar nichts mehr. Hallo? Baby? Hallo? Baby? Wunder Krise. Ja, ich glaube, der Job hat sich für mich erledigt. Tja, das ist ja gestern nicht so gut gelaufen, aber dem Baby geht's schon wieder viel besser, wie man... ...nicht sehen kann. Wie man überhaupt irgendwie nicht sieht. Okay, ja. Also... Wo zur Hölle ist das Kind? Oh, da oben. Da ist es doch. Ich hab dich überhaupt nicht vermisst. Die letzte Nacht, Leute. Danach kann ich meinen wohlverdienten Scheck abholen und erstmal Kohle kassieren. Na, mein Süßer, wie geht's dir? Für heute machen wir hier Ende, ne? Ich sag so, nur einer von uns überlebt den Tag hier. Ist so. Ja, ich weiß. Ich zieh immer den Kürzeren gegen dich. Aber jetzt ziehst du mal den Kürzeren. Wenn du dich nicht benimmst. Wir suchen uns mal einen Käsetoast, Leute. Ach ja, ein richtig geiles Sandwich reinmachen. Oder da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen Wurst. Muss da rauf, ne? Und dann muss da auf jeden Fall noch ein bisschen Champignons drauf. Nochmal eine Zwiebel auf jeden Fall. Zwiebel, echt mega nice. Ich würde sagen sogar noch eine Packung Wurst. Und dann nochmal extra Zwiebel. Safe. Und Käse, Leute. Was kommt noch zu Käse? Ich würde sagen, da fehlt noch ein bisschen Käse. Aber irgendwas fehlt jetzt komplett an dem Sandwich noch. Genau, Käse. 2000 Jahre später. Und noch ein bisschen Käse fehlt da. Und ich habe das Gefühl, da fehlt noch ein bisschen Käse. Okay. Brot drauf, Sandwichmaker rein und let's... Oh Gott, der Käse brennt gleich an. Oh, was ist denn hier passiert? Hä? Hallo? Kleiner Mann? Kleiner Mann? Die Tür ist abgeschlossen. Okay, das ist vielleicht jetzt nicht mehr so klug hier. Kleiner Mann?
Ich gehe in den Kühlschrank und hol mir mal ganz kurz was zu trinken. Das sind halt die typischen Probleme, die ich hier habe, seitdem ich die Stelle angetreten habe. Merkwürdige Sachen passieren ständig. Das Kind baut nur Mist und deswegen bin ich auch so gemein. Viele von euch haben sogar noch Mitleid mit dem Baby. Guck dir den mal an, da hinten. Was bist du denn für einer, Elias, Junge? In dir wohnt der Teufel, sag ich dir. Trink die Flasche, das Weinwasser Gottes. Bro, sei froh, dass ich das Klo runterspüle, ey. So, rauf da. Ich muss jetzt einmal die Windel besorgen. Na? Na, was ist jetzt los? Boah! Das ist los! So, Junge. Ich habe hier einen ganz großen Notfall. Und das klären wir beide gleich. Elias, lass die Spielzeuge unten. Lass die Spielzeuge... Elias, lass sie... Oh mein Gott, was soll ich denn jetzt... Ah, wenn ich den zu fassen krieg. Da hinten ist er. Ich hab für sowas Notfall-Set. Oh Gott! Elias, bleib aus dem Schrank draußen! Voll Dulli. Ich hab den Schnuller. Wo ist er? Aua! Ah! Im heiligen Geiste des Vaters vom 3. Petrus, des 16. Weiß was ich war. Oh jo, ist der weggeflogen. Alter, leck mich fett. So, Leute, was macht man da jetzt? Viele würden sagen, das Baby kommt jetzt ins Bett. Aber ich, Freunde, schmeiß das Baby mal ganz woanders hin! Stellt keine Fragen. Es ist völlig egal, was hier gerade passiert ist. Wenn die... Ich komme nicht mehr weg. Ja gut, Leute, das Baby ist weg. Klar, die Bude sieht ein bisschen unordentlich aus. Ich meine, nichts, was man vielleicht mit ein bisschen Wischen wieder hinkriegen würde. Ich würde sagen, nee, dann mache ich mir entspannt jetzt erstmal einen Abend und gucke in Ruhe Fernsehen. Ey, na mein Kleiner? Wie geht's dir? Ich hab hier Geschenke für dich. Weihnachten ist heute. Hast du mir einen Kreisel gekauft? Bro. Ich guck mal weiter rein. Hallo Baby. Okay, das ist witzig. Was haben wir noch? Oh, geil. Augenschlag. Warte mal, wir können alles mit Augen versehen. Alles mit Augen versehen. Pass auf. Diese Tür sieht jetzt aus, als wäre sie... Wisst ihr, wie ich meine? Digga, einfach die Türen haben jetzt Augen. Dadurch wird das hier ganz anders alles. Der Fahrstuhl. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Der Fahrstuhl bekommt Augen. Dadurch wirkt er anders, Leute. Alles wirkt anders mit dieser Augenkanone. Okay, wir gucken mal. Der Tannenbaum kriegt Augen. Plötzlich ist der Tannenbaum am Leben. Seht ihr das? Alles bekommt eine ganz andere Bedeutung. Die Toilette spült. Die Toilette spült. Die Toilette hat Augen. Skibby die Toilette ist auch da. Krass, ne? So schnell geht das. Warte mal. Okay, die Gun lassen wir erstmal da drüben. Was haben wir noch? Es gibt noch ein Geschenk. Das wollte ich die ganze Zeit machen. Elias, Baby, willst du was trinken? Cool, ne? Ich hau dir mit dem Hammer ins Gesicht. Oha. Let's go. Ich kann ihn richtig verdreschen, Mann. Was ist das hier? Geht erstmal nicht viel. Ja, los. Rein. Oh, Alter, habt ihr es gesehen? Ich nehme den mit. Da ist schon wieder irgendwas... Sind hier noch Augen dran? Tatsächlich, Digga. Die Augenkanone, Leute. Crazy. Auf dem Tannenbaum bleiben die Augen anscheinend. So, wir holen mal eine neue Windel. Er hat das Furzkissen hingelegt. War ich das? Safe war das, der Kleine. So, ich hol jetzt die Windel. Du kleiner, süßer Fratz. Und dann, ne? Ja, sollen wir noch mal kleine Spülung machen? Ja, na los. Soll's da rein, habe ich gesagt. Geh in die verdammte Toilette rein. Bist du fertig? Was machst du denn hier unten? Ja. Auch nicht richtig. Elias, hast du die ganzen Furzkissen hier hingelegt?
Ich packe ihn in den Ofen rein, Leute. Vielleicht können wir noch einen Kreisel damit reinstellen. Ja, oder auch nicht. Was ist das? Ein Kuchen? Habt ihr es gerade gesehen? Babyfootball? Elias, Babyfootball? Mikey, mein Babyfootball! Ach, Digga. Diese verdammten Furzkissen. Die sind überall. So. Ich muss doch schnell das Baby waschen, Leute. Ganz schnell. Ja, komm, wir gehen da einmal rein, ne? Machen wir einmal an hier, die Spülmaschine. Ja. Und, wie ist das so? Macht das bitte nicht zu Hause nach. Bitte nicht nachmachen. Danke. Das Baby heißt Furz. Nee, nee. Das Baby heißt Elias. Elias, der Kleine. Er hat irgendwie ein bisschen was mit den Augen, aber ist alles entspannt. Ach, Elias. Setzen wir uns mal hin. Am anderen Ufer in fernen Ländern mit dunklen Sternen über dem Kopf schlief der Prinz tief und fest. Da sprang eine Katze auf sein Bett. Ich habe einen geheimen Garten gefunden, sagte die Katze mit viel Freude. Aufgeregt rannten sie nach draußen in Decker in der Nacht. Hast du gerade gefurzt? Sie gingen durch das goldene Tor. Schau, die schönen Bäume. Sie gingen den hübschen Kieselweg entlang. Schau, die bunten Blumen. Sie gingen an dem märchenhaften Springbrunnen vorbei. Schau, das tanzende Wasser. Schau, schau, schau. Aber der Prinz mochte den Garten nicht und fing an, die Bäume zu fällen. Er riss die Blumen raus, zerstörte die Hecken und riss alle Blätter ab. Alles ruinierte er zum Spaß. Die Katze sah ängstlich zu. Das war ein Fehler, rief die Katze. Ich hätte ihn nie hierher bringen dürfen. Das Baby schläft mit Furzkissen. Mann, ist das bescheuert. Geh erstmal runter, ganz... Bro, die liegen überall. So, jetzt geht erstmal schlafen. Och nö, ey. Was ist das denn? Das verdammte Furzkissen. Mann, ey. Nervt auch einfach. Weg damit. Ich muss das Baby beruhigen. Hallo, ich bin... Wo ist denn das Baby hin? Sammelst du schon wieder die Geschenke? Wolltest du unter den Tannenbaum gucken? Du hast ja alles ausgepackt. Da kannst du drinnen bleiben jetzt. Nee. Wo ist der Lichtschalter? Gibt's nicht. Wir machen die Tür zu. Das war's für heute. Ja? Machen wir heute erstmal Feierabend, Leute. Lass sie nochmal richtig schön... Warte kurz, lass mal richtig schön einen raus hier. Wo sind die Geschenke hin? Die sind weg. Na, klasse. Mach ich kurz Hose runter, Digga. Ah. 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 Okay, ich bin fertig. Und wir gehen wieder in die Küche und gucken mal. Elias, geht's dir gut? Elias, was machst du da? Elias, was machst du da? Was machst du da im Kühlschrank? Elias, aus! Hör auf damit! Verdammt nochmal! Das darfst du nicht machen! Bist du bescheuert oder was? Das ist doch nicht dein Ernst! Ich leg dich ins Bett. Meine Güte nochmal! Hör auf zu heulen! Ich soll dir ein Plüschtier... Ich leg dir das richtige Plüschtier ins Bett, okay? Aber wehe! Wehe! Du machst hier wieder Kühlschrank-Action! So, wir gehen erstmal eine Runde chillen. Das war gerade... schwierig irgendwo, ne? Ganz schwierig auch. Ich gehe jetzt aufs Sofa, auf entspannt. Leute, lasst ein Like da, ne? Wir gehen ins nächste Kapitel. Wir sind jetzt hier, Nacht 2, oder? Nacht 2. Ach ja. Ein schöner Weihnachtstag. Das Baby liegt im... Elias, wir haben gesagt, kein Fernseher heute. Du sollst schlafen, morgen ist Weihnachten. Was machst du denn hier? Warte mal, ich soll dich füttern, hier. Ach, verdammt nochmal, macht... Hast du gerade den Kühlschrank zugemacht, du Dulli? Wo ist die Flasche jetzt hin? Ja, Bro, ich muss dich ja irgendwie füttern. Was macht die da unten? Ja, guck mir nicht so dumm an. Habt ihr das gesehen?
Nimm die Flasche. Oh. Okay. Ich bring das Baby mal zum Wickeltisch. Warte kurz, wir spielen eine Runde Baby-Football. Eine Runde hier rein. So ist gut, mein Kleiner. Wir holen eine neue Windel. Ja. Ey, die Windel hat Augen gekriegt. Warte kurz, ich hab die Augenkanone. Komm her, Windel. Ich mach dir noch mehr Augen drauf. Stehen bleiben, Polizei. Ah, ich krieg den Racker. Da oben ist er doch. Hände hoch. Ah. Wo ist er? Wo ist er? Du bleibst ganz ruhig. Ah. Und... So, ich hab die Windel. Wie viele Augen sind da drauf? Viele. Ja, bitte sehr. Kann ich dich jetzt ins Bett bringen, mein Kleiner? Soll ich dir noch eine Geschichte vorlesen? Okay, Mann, dann nicht. Dann lies ja keine Geschichte vor. Alles klar, ich bleib auf Toilette. Ist gut. Als das Kaninchen zu Besuch kam, sagte der Prinz, Zeit zum Spielen. Aber seine großen roten Augen machten ihr Angst und sie wollte nicht bleiben. Schnell zum Ausgang hüpfte das kleine Kaninchen. Der Prinz rannte direkt hinter ihr her und schrie, haltet sie auf! Durch dunkle... Hey! Bist du bescheuert, Mann? Was soll das? Das gibt mit dem Hammer jetzt. Das gibt jetzt mit dem Hammer. Du verdammter Blöder! Ja. Das findest du jetzt nicht mehr lustig, ne? Ich krieg ihn nicht aus dem Bett, Leute. Digga, geiler Look, Bro. Sieht richtig nice aus, Digga. Geile Friese. Ich muss das richtige Plüschbier finden, das Kaninchen hier. Okay. Ich lese weiter. Durch dunkle Gänge jagte er sie. Hüpf, hüpf, hüpf. Eine unerbittliche, vergebliche Flucht. Hüpf, hüpf, hüpf. Runde um Runde im Palast, innen und aus dem Raum und aus der Sicht. Hüpf, hüpf, hüpf. Der Prinz, er konnte sie nicht fangen, sein Herz war erfüllt von Zorn. Das Kaninchen schlüpfte zur Tür hinaus und verschwand den Weg hinunter. Der Prinz rief, ich brauche neue Freunde mehr. Jetzt noch einen. Ich bringe dir welche. Mach dir keine Sorgen, erwiderte seine liebevolle fürsorgliche Mutter. Wer die Mutter ist, hat sie nicht mal alle. Ganz ehrlich, deine Mutter ist so fett, man kann sie dreimal umrunden. So. Weihnachtsmann? Weihnachtsmann? Bist du an der Tür? Hallo? Ist auch irgendwo nicht mehr witzig. Irgendwo sind diese Furzkissen auch einfach nicht mehr witzig. Nächstes Kapitel. Das hier ist das neue. Kollision heißt das. Das zocken wir natürlich dann später auch noch. Ich gehe hoch zum Baby. Es weint schon wieder. Ach, Diggi. Ey, was ist denn los, kleiner Mann? Wir haben nachher Weihnachten. Kurz davor. Mach dich mal locker. Wenn du dich nicht gerade machst, dann mach ich dich mal gerade, ne? Oder wir gehen runter. Ganz entspanntes Käsetoast. Käsetoast, ja. Freunde, was muss alles rauf? Was muss jetzt alles auf das Sandwich? Schreib die Zutaten in die Kommentare. Fleisch, okay, Claudia. Schinken, einmal Schinken drauf. Saure Gurke, du willst eine Gurke nehmen? Okay, Gurke rauf. Käse. Käse, ja. Was brauchen wir noch? Käse? Ja, können wir machen. Wir haben zu wenig Käse drauf? Okay. Käse. Was brauchen wir noch? Wurst und Käse. Stimmt. Wir hatten ja gar keinen Käse drauf. Was brauchen wir noch? Tomaten? Tomatenkäse? Ja, den können wir drauf machen. Tomaten? Okay. Aber was brauchen wir noch? Irgendwas fehlt da. Irgendwas fehlt da, Chat. Käse? Ja, mach mal Käse drauf. Was fehlt noch? 2 Stunden später. Ich dachte, ich habe alles an alles gedacht. Aber offensichtlich ist hier noch kein Käse drauf. Gott sei Dank, erinnert ihr mich dran. Ihr würdet es alle essen?
Soll ich sagen, was dann passiert? Digga, das war's mit eurer Gesundheit. Das war eindeutig zu wenig Käse. Eindeutig. Da war zu wenig Käse drauf, Digga. Oder wer hat denn so einen Kühlschrank, Mann? Was wird da alles drinne gelagert? Ich wusste es! Oh Mann, ich bin stuck im Kühlschrank. Oder so. Hallo? Ah ja. Alles easy, Leute. Kann ich die Tür jetzt aufmachen und zu? Nice. Ey! Warst du das hier? Ich habe kein Käse-Sandwich für dich. Auch du kannst mich verarschen, oder? Rüber mit dir! Du Drecksack! Da bleibst du auch jetzt! Kann ich hier wieder alles aufräumen oder was? Und diese Furzkissen, Mann, die da! Kam da gerade was aus dem Furzkissen raus? Hallo, herzlich willkommen zu Babys machen Ärger. Wenn Ihr Baby eventuell aussehen sollte wie ein Dämon, dann kann ich Ihnen vielleicht helfen. Zunächst einmal gehen Sie gar nicht auf das Baby ein. Gehen Sie einfach zum nächstgelegenen Schlafzimmer und benutzen diesen Notfallschnuller. Schlagen Sie die Scheibe ein, nehmen Sie den Schnuller und beruhigen Sie das Baby. Sie brauchen keine Panik zu haben, ich bin da. Du verdammter Dämon! Lasst ein Like da, wenn ihr diese Baby-Tipps schon immer mal gebrauchen konntet. Wenn ihr sagt, Bro, warum hast du mir nicht früher diesen Tipp gegeben? Komm mal her, Baby. Boah, Junge, der Typ, Digga, den hat's ja... Der Junge, der ist ja übel outpaced. Bro, was ist da passiert? Hat der noch eine Seele? Ist sie noch da? Hallo? Ich bring mal den kleinen Racker ins Bett. Moin. Was läuft, Alter? Ich gehe jetzt einfach hier rüber. Ja. Okay. War jetzt vielleicht auch nicht so schlau irgendwo. Moin. Ich wollte dich ins Bett legen, kleiner Mann. Junge, wie siehst du aus? Was haben sie mit dir gemacht? Was machen wir denn jetzt mit dir? Du siehst immer so aus, wenn du von Oma kommst. Ich muss, glaube ich, das Schaf da reinlegen, ne? Und die Katze auch? Was ist mit der Schachfigur? Ach Mensch! Das Weihnachtsoutfit! Du, da haben wir's doch! Hier liegt's! Lol, müssen wir das Baby gleich erstmal umziehen, ne? Der ganze Palast war kalt, der Mond draußen schien so hell. Der Winter blies unentwegt, oh nein! Die Vorhänge flogen in die Höhe. Der kleine Prinz lag in seinem Bett und fand keinen Schlaf. Also rief er nach seiner Mutter, bitte geh und suche mein Schaf. Okay, Bro, bist jetzt im Stimmbruch? Krank. Ich bin durstig, sagte der Prinz. Da holte das Schaf etwas zu trinken. Ich bin schmutzig, sagte der Prinz. Also wechselte das Schaf seine Kleidung. Ich bin müde, sagte der Prinz. Lass mich dich zählen. 1, 2, 3. Nur noch 1, sagte der Prinz. Bevor ich einschlafe. Er öffnete seine großen roten Augen und drehte sich zum Schaf. Komm zu mir, meine Treue. Eier. Bleib für immer in meinem Kopf. Gehorsam schritt das Schaf voran. Sein Geist war von Angst erfüllt.
Bruder, was ist das für ein Geschichtsbuch, Mann? Was machst du denn da? Hey, was machst du da mit mir? Diggi! Mann, das war doch ein Witz eben. Ja, so kann es halt dann... Klar, als würde ich jetzt noch schlafen können. Moin, moin, ich bin's, na? Ich bin der neue Babysitter hier. Moin, moin. Wie geht's, wie steht's? Ich habe hier heute meinen ersten Tag, alles ganz entspannt. Na, gucken wir doch mal, was ist hier denn los? Das scheint eine Wohnung im Sozialbau zu sein. Anscheinend haben die Leute hier keine Lust aufzuräumen. Holzbretter fehlen. Gucken wir mal. Ja. Du, hier sind Geschenke. Was ist das denn? Cool. Echt jetzt? Putzkissen, ne? Ja, hallo? Ich bin hier wegen dem Kind. Moin, moin. Hallo? Hallo? Ich bin hier mit dem Kind, ich soll die neue Stelle antreten. Ich glaube, ich verschwinde lieber. Folge dem weißen Hasen. Was später nochmal machen? Wir gehen erstmal. Was ist das? Eine Rampe? Mann, was soll ich denn damit? Ich gehe jetzt wieder nach Hause, weil, also das ist mir hier ein bisschen zu schwierig. Was ist das denn da oben? Ja, moin, ich bin's. Der Babysitter. Ja, ich war gerade bei ihm zu Hause. Und ich hatte noch was vergessen bei mir. Also, ich glaube, dem Baby geht's gut. Ja, nee, ich bin gerade im Fahrstuhl und würde jetzt noch mal ganz kurz... Das Baby schläft ja sowieso, oder? Ja, 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 genau. Nee, nee. Ja, ja, klar. Ich fahre gerade mit dem Fahrstuhl runter und wird dann gleich dann kommen, ne? Ja, ja, vielen Dank. Ah! Oh Gott! Verdammt nochmal! Bruder! Das war's. Ich kündige jetzt. Ich habe es probiert. Ich habe es probiert. Ich wollte arbeiten, aber leider, was soll ich machen? Dann sind wir mit ganz lustigen Kandidaten zu tun. Moin. Hallo Baby, was machst du denn hier unten in der Bude? Ich muss jetzt raus. Da. Ich muss jetzt gehen. Deine Mama kommt irgendwann später wieder. Was mit dir ist, ist mir dann aber eigentlich auch egal. Wie heißt du? Was, Elias? Mensch, Elias. Na? Na, komm zu mir. Junge, Elias, hör auf, mich zu trollen. Hey! Willst du ein Stückchen Wassermelo? Okay, Elias. Okay. Was steht da drauf? Nix. Klaviermusik. Elias, soll ich den Liedchen spielen? Sollen wir das da machen, mein Süßer? Kriegen wir hin. Warte mal ganz kurz. Ja, ja, spiel du mal. Ich mach. Freunde, die 5. Symphonie von mir komponiert. Tut mir leid, kleiner Elias. Ah, du Verdammter. Ich gehe jetzt hier rein. Jetzt können wir raus, Leute. Wir gehen. Wir gehen jetzt. Wir sind raus. Hä? Ja, da stand auch irgendwie im Arbeitsvertrag drin, Nebenräume und Hingabebereitschaft für außerordentliche Aktivitäten. Also das war alles schon so ein bisschen mit eingeplant. Wir platzieren mal die Platte und ich würde mal das Ding abspielen. Baby! Gib mir den verdammten Schlüssel! Guck mir nicht so dumm an. Das war dafür, dass du mich gerade geärgert hast. Oh, Blödmann.
Da kannst du bleiben. Ah, ich habe noch eine bessere Idee. Rein mit dir in den Kühlschrank. Junge, was der da drin wieder macht, ist mir auch völlig egal. Wir machen zu, wir schließen auf. Der Fahrstuhl funktioniert jetzt. Das Baby macht Dinge im Kühlschrank. Mehr nicht, Chat. Mehr nicht. Kommt mir nicht mit Sassy an. Gar nichts. Ich muss jetzt erstmal den Fahrstuhl reparieren. Anscheinend ist der hier noch kaputt. Außerordentliche Aktivitäten. Kein Problem. Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn hier? Okay, Moment mal. Also, wir brauchen hier und hier jeweils eine Sicherung. Da hatte ich doch gerade eine gesehen hier, die blaue oder was, ne? Machen wir mal da rein, ne? Genau, läuft. Guck mal, ich bin nämlich Elektriker, Freunde. Und hier noch, ne? Was machst du hier schon wieder, Elias? Hör auf damit! Lass das mal! Hör auf zu heulen! Elias! Lass die Sicherung, sonst knallt's. Okay. Ich habe da schon eine Idee. Elias, komm, wir gehen mal spielen. Da unten sind ein paar neue Sicherungen. Bis dahin. Der hört ihn ja immer noch. Hast du gerade gehört? Digga, wie weit ist der da reingeflogen? So, Fahrstuhl läuft wieder. Also, das war's für... Elias, ich hab das nicht so gemeint. Mann, es tut mir leid. Ich wollte dich da nicht in den Schacht reinwerfen, aber du hast mich so genervt. Kann ich zum Fahrstuhl gehen? Ja, hallo? Ja, ich bin gerade bei dem Baby. Hier ist ein bisschen, also, ist das normal, dass Tentakel aus dem Boden kommen? Ja? Ja, gut. Okay, danke für die Info. Tschü. Ja, ist normal. Was soll ich sagen? Jedes Baby ist anders irgendwo auch. Hey, kleiner Elias, komm, wir spielen. Ich steck dich wieder in den Schacht, mein Bell. Ich mach nix, Bruder. Ich mach nix. Alles entspannt. Ich gehe hier einfach, weißt du? Ich guck nicht mal. Er ist weg. Abmarsch. Elias! Was zum... Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Mach mir da einen Schlüssel zu da! Moment, ja. Da, hier so. Ach, die... Oh Gott! Oh Gott! Ah! Schnell, Schalter drücken, runter. Bin raus. Alles cool, alles easy, Leute. Alles entspannt doch auch irgendwo so. Ne? Moin. Na, ich soll hier den Weihnachtsbaum schmücken. Kannst du mal die Klappe halten? Hier hätte ich keine Platte gespielt, Brudi. Na, ich mache jetzt erstmal hier ein bisschen Deko ran. Ich hänge mal hier ein bisschen was auf, mein Lieber. 2000 Jahre später. Du kriegst jetzt erstmal Ärger von mir. Du hast mich eben zu Tode erschrocken. Weißt, wie ich mein? Perfekt. Na, geht's dir gut da unten? Hier liegt ein Schlüssel drin. Mit dem können wir wahrscheinlich jetzt eh erstmal nichts machen. Hör auf zu weinen, Bro. Was soll das? So, dann gehen wir mal. Na du? Komm, ich nehme dich mit. Wir gehen weiter. Gucken nicht den Fernseher an. Gar nicht. La 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 la. La 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 la. Ist das ein Geräusch, was ich hören will? Nee. Mann, immer diese nervenden Babys, Alter. Überall Babys. Guck mal, was der da macht.
Da kannst du nicht mal zu dir ins Hotelzimmer gehen. TV-Man? TV-Baby? TV-Baby, bist du das? Bist du ein kleiner TV-Man? Oh. Ah! TV-Man! Ich gehe einfach. Was willst du? Der Thron. Ich kann da auch nicht rauf, ne? Was zur... Warum bin ich hier? Ich will doch einfach nur nach Hause. Weißt du? Diesmal ein bisschen leiser auch irgendwo. Verdammte Nachbarn. Mein bester Freund im Mathe-Test, Digga, wenn ich Hilfe brauche. Mein bester Freund im Mathe-Test. 2 plus 4 sind 6. Minus 5 sind 4. 6. Moin. Kann ich da durch die Tür? Geht's da nach draußen? Hallo? Sir? Ledermausmann? Ich muss da einmal durch. Bist doch krank. Bist du doch... Was ist das hier? Ich glaube, es hackt. Mach einen Abgang. Vollidiot. Kurzbrücke gespawnt. Also, sie haben gesagt, in meinem Vertrag stehen außerordentliche Aktivitäten als Babysitter. Okay. So. Wer bist du denn, Alter? Elias, so krank, ne? Ja, was soll ich sagen, ey? Der Ausgang! Das war's! Leute, ich kann hier endlich raus aus dem Hotel! Oh Gott! Dieses Baby ist ein... Ich kündige! Ich kündige, das war's! Ich bin raus, ich... Das war's! $50 die Stunde, scheiß ich drauf! Ich muss hier aber trotzdem noch raus! Wer hat dem Baby wieder Red Bull gegeben? Mann! Okay, kein Entkommen. Ja, nix da. Warte mal, Notausgang? Hä, da war doch gerade ein Ausgang! Was? Ich gehe hier durch. Tschut, der Abo-Zug, Leute. Hier durch. Flaschen, hör auf so... Oh Gott, weg hier. Yo, Mann, was geht? Was geht, Leute, na? Ich hab gehört, heute ein neuer Babysitter... Lass mal sehen, was hier geht. Diggi, ich brauch die Kohle. Ich sag dir ehrlich, Mann, in der Schule, es ist ziemlich hart. Hallo, Mann. Jo, was geht denn hier in der Bude ab? Wem gehört denn die Katze da hinten, Alter? Hallo? Ma'am? Diggi, was ist denn das hier für ein Erdbeben? Ich glaube, ich muss mal... Wo ist denn das Baby, ey? Hallo? Habt ihr das gehört? Ich glaube, von da oben kam was. Oder was war denn das da unten? Hallo? Baby? Wir gehen hoch. Ah ja, das ist mein Babyscanner. Und es liegt genau in dieser Richtung. Da. Genau hier hin. Genau da muss ich hin. Okay. Ist hier das Baby? Hallo? Bruder! Was geht denn jetzt ab? Hey! Das Baby! Halt! Ich hab's nicht gekriegt, Mann!
Verdammt! Das gibt sowas von Gehaltsabzug, Alter. Gar keinen Bock. Ach, Digga. Mann, ey. Verdammte Kappe. So, wir gehen rein. Ich bin's nämlich, der Echte. Hab euch nur reingelegt. Es war ein ganz anderer grad. Oh, guck mal, wie es schnurrt, das Kätzchen. Voll süß. Ey. Da sitzt die Katze hin, Mann. Hallo? Komm im neuen Kapitel. Neugier. Düp, 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 dü. Moin, ich bin der neue Babysitter. Was läuft? Ich hab hier, also das Baby, wie bin ich eigentlich hier gelandet, Mann? Da hinten ist das Baby. Okay. Ja, ich mach erstmal mein Ding, ne? Wo ist die schwarze Katze da hinten? Hier, Kitty, Kitty. Mietz, Mietz, Mietz. Mietz, 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 Mietz. Ich brauch die 2 und die 3. Okay, die 2 und die 3. Wo zur Hölle sind Bücher? Aufpassen, Leute. Sind die verdammten Bücher? Hier ist die 2. Vier. Drei. Ja, ja. Okay. Gehen wir mal hier runter. Was soll denn hier sein, Kätzchen? Der Ofen. Okay, Leute, ich habe eine Idee. Ich weiß genau, was wir machen müssen. Wir nehmen Kohle und füttern den Ofen. Ah, Bro, da geht noch ein bisschen was. Komm, Alter, let's go. Noch ein bisschen. Ja, los. Einmal drehen. Perfekt. So ist gut. Wo denn? Befolgen wir mal kurz die Kitty, ne? Oder was läuft denn hier? Wer schlägt denn hier gegen die Bude oder was? So. Hey! Mach mal die Tür weg. Na, Katze? Was ist los hier? Oh, der tote Roboter. Müssen wir, glaube ich, mal reparieren, ne? Denn ich werde später auf jeden Fall einen Babysitter einstellen. Ruf mich an, falls du einen brauchst, ne? Ich bin da... Ich werde auf weiterempfohlen. Also manchmal. Ja, einmal erst. Aber schon... Ich bin da... Also kannst du dich auf mich verlassen. Na komm. Newt ist zurück. Guck dir mal seine Augen an. Den repariere ich mal. Den kriege ich da gleich, glaube ich, ganz, ganz locker hin. Kurz hier ein bisschen eintippen. Ah ja, die Batterie. Fehler 17-02. Mhm. Muss ich jetzt hier einmal ganz kurz, ne? Genau, ja. Mhm. Ja, sieht gut aus. Oh Gott. Newt, es tut mir leid. Ja, doch, doch. Hier noch ein bisschen da. Okay. Das haben wir auf jeden Fall schon mal wieder hingekriegt. Deine Augen sind jetzt schon mal... Hallo? Na, du? Du brauchst Tinte? Junge. Warte mal ganz kurz. Ja, schnell. Tintenpatrone. Er gibt mir ein Herz. Oh, es ist ein Süßer. Was ist los? Ui. Du hast da unten einen kleinen Defekt, ne? Naja, ich hab dich. Komm mal mit. Ich hab eine Idee. Wir gehen mal hier rüber. Da war doch irgendwo was. Ne? Okay, wir müssen da auf jeden Fall irgendwas hinlegen. Der goldene Türstopper. Booster-Einheit, die brauchen wir auf jeden Fall für dieses, genau. Nehmen wir dich mal mit, mein Lieber. Und packen dich mal darauf, ne? Und jetzt einmal, komm schon. Sehr gut. Läuft wieder. Alles wie geschmiert, mein Lieber.
ist denn der Typ hin? Was machst du hier, du hässliches Baby? Ey, Newt, was brauchst du? Oh, Leute, der braucht hier einmal den Steckschlüssel. Dann mach mal. Hast du das im Griff? Sehr schön. Bist du dir sicher, dass du da alles richtig gemacht hast? Wofür brauchst du denn Öl? Ja, das weiß ich, wo das ist. Hast du gesehen? Ah ja, nimm mal. Boah, Junge, der haut hier aber mal richtig einen miesen Schluck rein hier. Hat's geschmeckt? Was brauchst du? Was du brauchst? Den Hammer. Den kann ich dir auch noch schnell besorgen. Wo haben wir die denn, Leute? Wo haben wir denn den Hammer? Hier, Schraubenzieher, Bolzen, Mutter, so, Hammer, da vielleicht hier. Perfekt. Na komm, nimm. Er geht wieder reparieren. Sind das Teile, die da vom Fahrstuhl runter... Newt, was machst du denn da oben? Ja, der läuft wieder. Easy. Das Baby ist da. Es ist jetzt da, in dieser Welt. Jetzt gehen wir ins Labor. Yo, 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 was läuft denn hier, Newt, na, Digi? Der Fahrstuhlmann, der lief einwandfrei, Mann. Ja, Bro. Ich würde sagen, ey, komm. Wir gehen mal rein da, oder? Kann ich hier die Türen aufmachen? Alles geschlossen. Ich höre mir das mal an. Auf lässig der Key da oben. Gut, Bruder. Mach mal was. Was für eine fette Blase hier ist, ne? Und die müssen wir jetzt einmal direkt daneben setzen. Lalalala, ein bisschen hier, ein bisschen davon. Blaues, rotes Zeug. Einmal ein bisschen den Ventilator hier drehen und das Ventil. Und dann haben wir hier auch schon ein sehr interessantes Gesöff. Hallo, kleines Baby, na? Hier. Bro, der Typ hat einen Magneten am Start. Digga, was hast denn du da alles? Zu fliegen? Na los, flieg. Hä? Leute, wo ist der Schlüssel hingeflogen? Oh nein. Was ist das? Ecker. Da war was drin in dem Keks. Gut, es tut mir leid. War das dein Kollege oder was? Was ist hier gerade passiert? Wir müssen die Küche ein bisschen durchsuchen. Okay, hier geht erstmal nichts. Und rein damit. Digga, das Baby, ein paar Bücher und so werden mitgenommen. Es wird dann hier erstmal direkt durchgeschallert. Nimmt den Schlüssel anscheinend mit und fliegt hier durch. Sehr gut. Können wir jetzt ja da rein, ne? So. Newt. Newtie Boy. Einmal daran bitte. Vielen Dank. Was haben wir hier? Okay, das erste Symbol. Ey, was läuft da unten? Ist gerade gehört? Gut. Darauf bitte. Und jetzt warten, danke.
So, hier, da oben noch so ein bisschen davon. Hier das Papier so rausholen. Sehr gut. Jetzt? Mann, Robo, komm her. Du sollst dich nicht bewegen, habe ich gesagt. Oder bleib jetzt da oben drin. Sonst knallt's gleich. Puh. Also, der Türcode. Wir haben ein Dreieck mit zwei Strichen. Ein Karo-Muster oder so. Ich gehe erstmal zum Kreis. Und dann haben wir hier den komischen... Ah ja. Okay, Digga. Hat anscheinend geklappt. Ah! Aua! Die Leiter ist runtergefallen. Oh, nö, ey. Ich muss jetzt Bilder machen. Ja. Wir machen jetzt Bilder, ne, mein Kleiner? Und einmal höpp. Und einmal höpp. Und einmal höpp. Perfekt. So ist optimal. Das Baby ist perfekt ausgerichtet. So machen wir die Bilder, ne? Muss mir noch einen Film besorgen. Film hier rein. Oh. Der Raum ist nicht dunkel genug. Jetzt kann ich den Film entwickeln. Das läuft. Neues Bild rein. Film rausnehmen. Raum zu, dunkel und yalla. Hey Newt! Digga, du musst dich um Pflanzenprobleme kümmern. Guck mal hier, Junge, der hat Ahnung von Botanik. Das ist ein wahrer Profi. So ein Ding ist das. Ja, ich mach das mal da rein, ne? Ja, guck mal hier, bisschen grün und so, ne? Ja, grün und rot. Grün und rot. Dann müssen wir gucken. Ich glaube... Warte mal. Wo kommt man dann da raus? Lieb Videos von Denno, werde auch liken, aber sofort. Leute, ehrlich, ne? Lasst ein Like da. Wir gehen nämlich gleich auf das neue Chapter zu. Wir sind gleich drinnen. Warte mal. Oh Gott, Alter, was haben sie mit dir gemacht? Oh, Bruder, der Typ, Alter. Junge, mach mal rein da jetzt hier. Oh. Und tschüssi. Easy. Wir sind durch. Na komm. Hier schneit's ja draußen. Hey, wie cool. Kann ich einen Schneemann nehmen? Nee, geht nicht. Ich muss jetzt erstmal die Reagenzblume finden. Leute, es geht weiter. Das war's noch nicht, ne? Das war noch nicht alles. Juli, mach die... Das hast du jetzt nicht gemacht. Hey! Junge! Hör auf damit! Aua! So, jetzt knallt's. Das reicht mir. Und Feuer! Digga, den habe ich so outpaced. So, Outpaced. Rein in die Kanone. Und Zündung. Mach's gut, mein Lieber. Juli, mach mal hier die Pflanze, Bro. Dankeschön. Steck momentan eher mehr Arbeit rein, Autogrammkarten zuzuschicken und so. Die könnt ihr bei Instagram, by the way, bekommen. Ja, die sind umsonst, Leute. Sonst fragt eure Eltern. Aber, Digga, was geht denn hier ab? Bruder! Hat er mich gerade hochgehoben?
Oh, das musste ja wieder passieren. The Baby in Yellow. Welten kollidieren fast am Ende des alten Chapters. Aber es geht noch weiter. Hallöchen. Ich komme da nicht durch, ne? Ich muss den finalen Trank... Oh, Junge! Mach einen Abgang, ey! Also, er hier. Und wenn ich mich jetzt nicht recht entsinne... Blau? Ja, ja. Gelber Trank, goldener Trank, ja, ja, ja. Mhm. Baby, ich hab da was für dich. Komm mal her. Ja, willst du den? Das war wohl die falsche Rezeptur. Bro, hör mal auf zu brennen. Oh Gott, was geht denn jetzt ab? Ja, moin. Was macht man in dem Fall, wo das Baby brennt? Nein, nein, das war ein Witz. Ich wollte sie nicht beunruhigen, Ma'am. Alles entspannt. Es war ein Witz. Nein, das Baby brennt nicht. Nein. Nee, nee, ist ganz, ganz angenehm hier. Ja, ja, bis dann. Tschüss, tschüss. Fast hätte ich mir den Job versaut. Beinahe. Ich muss dem kleinen Aal jetzt irgendwie was zu trinken ziehen. Komm mal raus hier. So. Mach mal auf da. Aua! Leute, der Notfallschnuller, ich habe vorhin die Tipps erklärt, ich muss die jetzt nochmal schnell umsetzen. Hier ist es wichtig, entschlossen und sicher zu handeln. Wo bist du? Wo ist das verdammte Baby? Ich muss es beruhigen. Baby, ich bin da. Satan, Schmor in der Hölle. Junge, hab ich den Typen den Schnuller reingedrückt, Alter. Aber Feierabend jetzt, ne? So. Verdammt nochmal. Ich raste gleich aus, ne? Sehr gut. Sehr gut. So, wir stabilisieren das Ganze hier. Wir beruhigen wieder die Lage. Jetzt kommt das Baby hier schon wieder, ne? Lass den Stein da. Ich hab dir gesagt, du sollst das Gyroskop nicht kaputt machen, Baby. Baby. Oh, Junge, was ist das? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Help, help, help. Ich muss jetzt... Türstopper. Newt, ich muss jetzt hoch hier, ganz schnell. Bro. Dieses Baby ist ja fast so ein Drachen wie die Mutti. Alter, leck mich fett. Der Fahrstuhl läuft auch nicht mehr. Ja, ob ich jemals wieder nach Hause komme, ich weiß es nicht. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal die fehlenden Stücke hier überprüfen. Und dann diese Kugel da irgendwie dran packen, so, ne? Da vorne ist noch eins. Newt, nimm die Kugel, wir müssen weg hier, das Baby dreht durch. Ab nach oben, ab nach oben, ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo denn? Ah!
Die Tür ist zu. Newty Boy, wo zur Hölle bist du? Er ist oben. Nimm die Kugel. Junge, was ist denn mit dir los? Bro, was ist los? Oh Leute, der Typ ist im Eimer, ne? Okay, Newt. Ich bring jetzt die Kugel dahin. Ich tu's. Ich tu's! Newt, Bruder, ich hab die Kugel da dran gepackt. Nein, Bro! Erledigt? Ist das Baby dead? Was da in dieser Kugel passiert, kann niemand sagen, aber yo! Die Kugel hat sich verändert. Eine Macht hat diese Kugel erobert. Willkommen im Weihnachtsabenteuer. Und hier geht's jetzt weiter! Nicht nur eins, nein. Viele. Der Sucher. Dr. Arkham. What have you done? So weit waren wir beim letzten Mal auch. Aber jetzt können wir auf lockerer Basis weiterzocken. Jetzt sehen wir das Ende, wie es eigentlich sein sollte. Ui, ganz andere Musik. Black star overhead, white garden below. The giant demanded a man in the snow. Und da bin ich auch schon. Ein komisches Weihnachten. Was ich halt krass finde, dass jetzt einfach so weitergeht. Hier scheint alles irgendwie eingefroren zu sein. Ich höre schon kaum was, wegen meiner Mütze, weil die so warm ist. Wir sollen jetzt erstmal einen Schneemann bauen. Digga, bei uns hat es auch so fett geschneit die letzten Tage, bei wem auch eins in Chat. Alter, war das auf einmal weißer Schnee hier, ne, überall. Kann man den hier einfach über den Stein rollen? Nice. Okay, wir müssen noch ein bisschen was machen. Kann man den noch größer machen? Nö. Digga, ich lieb's. Ich liebe es, einen Schneemann zu bauen. So, wir haben den Körper gemacht und rollen mal weiter. Wir müssen jetzt auch irgendwie den Kopf machen. Und dann dürfen wir den sogar selber noch dekorieren. Nimm den Kopf mal. So. Und jetzt machen wir einen teuflischen Schneemann. Ich nehme mal die verschiedenen Hüte. Dann haben wir Stöcker. Wir haben einen Schal. Also erstmal, Leute, ein Schal super wichtig. Okay? Ich glaube, da sind wir uns einig. Ein Schal ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, dann können wir ein Stück Kohle nehmen. Ich würde sagen, vielleicht hier so Knöpfe machen. Ja, also so Anzugknöpfe mit einem Stück Kohle oder so. Weißt du? Habt ihr noch eine Idee? Das kommt schon, glaube ich, ziemlich wild. Dann könnten wir theoretisch mal die Augen irgendwie so hier, irgendwie so da oben machen. Geiler Schneemann, oder? Der ist einfach Dreiauge.
Es ist, nee, drei Augen Schneemann. Hier noch was, da noch was, da noch was. Und da. Läuft. Läuft. Damit machen wir jetzt ein Bild. Ey! Baby! Gib mir Aua! Digga, Schneeballschlacht, es geht los. Wo ist der Drecksack? Und ich krieg's von mir einen Clean Tap. Bam! Ah! Dammter Tracker! Hit! 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 Aua! Da doch! Ich habe ihn getroffen! Das war's. Was machen wir jetzt mit dem Baby? Da gibt's jetzt Stress für. Du nervst mich schon den ganzen Tag. Und beim Schneemann bauen musst du mich erst recht nicht nerven. Du verdammtes Drecksbaby! Oh toll, jetzt liegt er da drüben. Ja, da kriege ich dich halt nicht mehr weg. Da hast du auch irgendwo Pech gehabt. Hör auf zu heulen. Da drüben hast du mich verstanden und seife dich gleich ein. Ja, geht doch. So. Wo ist denn der Schneemann? Ah, da. Sehr gut. Das Baby will ein Foto machen. Kein Problem. Hey, machen wir doch einfach mal so, oder? Warte, Baby. Wir machen gleich direkt ein Foto. Optimal. So. Also vom Schneemann. Habt ihr das gesehen? Seht ihr dieses Bild hier drin? Dieses Foto ist eigentlich nicht gut. Es bringt mich... Oh mein Gott. Wir haben den Teufel in den Schneemann gebaut. Moin. Digga, Truthahn? Junge, wie geil. Ich hab so einen Hunger, Baby. Soll eine leere Flasche holen. Wo ist denn die leere Flasche? Ach, hier. Na ja, machen wir ein bisschen Milch rein, ne? Passt. Hallo? Wer ist da gerade gelaufen? Hier, Baby. Junge, du stinkst, Alter. Puh, Bruder. Das wird dir jetzt aber gerade ganz schwierig. Ich muss mal oben mit dir zum Wickeltisch da gehen, ne? Warte. Ich schmeiß dich da mal rauf und wir müssen jetzt nur noch das richtige Outfit suchen. Hört mal den Truthahn da rein, ne? So, machen wir das Ding einmal fertig und dann essen wir auch gleich. Oh, Junge, wer klingelt denn hier? Newt mit den Geschenken! Hallo, mein Kleiner. Wie geht's dir? Ich hol mal die Geschenke. Boah, Junge, hast du da... Alter, was ist... Boah, Bro. Kommen denn die Schneemänner her? So, wir bringen erstmal die Geschenke unter den Baum. Ach, ihr wart alle da jetzt und habt im Garten Schneemänner gebaut, oder was? Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Der Truthahn ist doch im Ofen! Ei, 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 ei! Ich krieg einen Anruf. Ja, hallo? Ja, du. Ich hab hier alles im Griff. Ja, du mach dir keine Sorgen. Das Piepen? Ich guck gerade einen Film mit dem Baby. Ja, ja. Ja, ich muss auch auflegen. Jo, bis dann. Ja, ich muss auflegen. Ciao. Fahr! Oh Gott. Warst du das? Hast du den Truthahn in diesen Ofen... Okay. Irgendwo da hinten muss der ja... Oh, Mann. Ey, ich bin sowas von RIP, Mann. Bruder, was war das denn? Elias! Komm da aus dem Ofen wieder raus! Elias! Ich hab auch Schokolade für dich oder so. Elias, komm aus dem Ofen bitte. Na los! Ah, Elias, ist gut! Hallo? Ja, das war's. Ich kündige. Ich kündige!
Ich stell den Truthahn auf den Tisch. Ich mach noch. Wollen wir essen jetzt? Heute kein Mist mehr. Ich schmück jetzt erstmal kurz den Baum. Okay, bisschen wenigstens. Damit das hier nicht so aussieht wie bei Hempel. So. Baum ist geschmückt. Setz mich hin. Heute essen mit meinem kleinen Baby. Hast du mir was zu essen gekocht, mein Lieber? Das soll ich jetzt essen? Ja, okay. Lecker Suppe. Was war denn da drin? War das ein Streich? Junge, was hast du mir auf den Teller gelegt? Soll ich das jetzt essen? Okay. Gar kein Bock. Boah, Digga. Boah. Jetzt weiter essen. Ich will nicht. Kann ich aufstehen? Ich will das nicht essen. Entschuldigung. Okay, ich esse weiter. Oh Gott sei Dank. Hier, Katze. War lecker. Oh, muss ich die Flasche jetzt echt trinken, Mann? Oder die ist doch eigentlich für dich. Irgendwas war in der Flasche. Bro! Wo zur Hölle bin ich, Mann? Hat der Schneemann sich gerade bewegt? Der dreht sich um! Wer bist du? Ein Mann oder eine Milchtüte? Dich im Blick, mein Lieber. Ich hab dich im Blick. Ich werf dir dein verdammtes Gesicht. Du blöder Schneemann! Hä? Was willst du, hä? Ihr seid alles ätzende Schneemänner. Ihr seht alle ätzend aus. Ihr seid ätzend. Dreckschneemänner, weißt du? War ein Joke, Mann. War ein Joke, Digga. Echt jetzt. Das war ein Witz. Das war ein Witz, wirklich. Gehört? War das ein Secret? Eine Secret Audio in The Baby in Yellow? Safe. Ich geh gucken, was da los ist. Ey, was ist hier los, Mann? Jo, was geht denn hier ab? Hallo! Oder wie soll ich das denn erklären, Mann, dass ein Schneemann meinen Tannenbaum zerpflückt hat? Oh nee, ey. Die Schneemann-Gang wieder. Hier ist ein Geschenk. Moin! Hallo. Ich wollte hier ein Geschenk hinlegen. Zu Geschenke, Baby. Ich nehme jetzt dieses Geschenk hier, okay? Und ihr macht... Junge, wer bist du denn, Alter? Bist du traurig, Bro? Bewegen sich. Nehm das Geschenk jetzt so. Jungs, ich hab doch eben nur einen Spaß gemacht. Bitte! Ich nehme das jetzt, okay? Nervt nicht! Die Schneemänner sind weg. Ja, ich würde mich auch nicht mit mir anlegen, ne? So, bitte sehr, hier dein Geschenk, Brudi. Gehen wir mal da hoch.
Hallo? Da war der Schneemann letztes Mal, ne? In der Tür ist irgendwas. Der sagt was. Habt ihr es gehört? Was sagt er da gerade? Es gibt ein Secret, glaube ich, oder? Do not open the door. Könnte man verstehen. Es könnte auch was anderes gewesen sein, ne? Okay, wir gucken weiter. Oh Gott. War nur ein Schneemann, Leute. Alles falscher Alarm. Der hat hier so einen verdammten Schneemann hergebracht. Hier. Blödes Geschenk, Mann. Bro, es ist so kalt in dieser Bude. Ich kletter mal hier hoch. Na? Was machst du hier? Was? Was heißt das? Was ist das? Anscheinend träume ich oder so, ne? Kann das sein? Oh Gott! Hey! Du verdammter Schneemann, mach einen Abgang, Alter! Der Schneemann ist überall. Er ist überall, Leute. Okay, ich muss jetzt erstmal das Geschenk wegbringen. Was ist da oben? Erstmal nichts. Also ein Albtraum könnte sein, dass wir träumen. Oh, ich mach mal die Geschenke auf. Holzkissen, hä. Ja, sehr geil. Junge, 4 Stück. Crazy. Na komm. So, wir bringen ihm sein letztes Geschenk. Oh, es ist für Newt, Leute. Okay. Wir bringen es Newt jetzt mal. Yo, Schneemann-Gang, was geht? Was ist denn bei euch los? Oh, oh. Brudi, kann ich nach Hause gehen, bitte? Warum seid denn hier alle jetzt? Junge, wer bist du eigentlich mit deinem komischen Gesicht, Mann, hä? Da ist eine Schallplatte im Gesicht drin. Gut, Bruder, wach auf. Ich brauche deine Hilfe. Digga, ist es der allerechte Schneemann. Dr. Arkham, das kennen wir noch. Not this time. Bro! Bro, was ging da ab? Zu wild. Eine leider sehr, sehr schlechte Nachricht ereilt uns mit diesem Patch, meine Freunde. Das war's mit The Baby in Yellow für heute.
Ihr seht, saisonaler Inhalt ist verfügbar, aber es gibt eine schlechte Nachricht. Das Baby in Yellow wird für einen finalen Akt des Wahnsinns zurückkehren. Danach ist das Spiel durch. Dann gibt es kein Baby in Yellow mehr. Ich habe mit den Entwicklern gesprochen, weil viele von euch jetzt, nein, das kommt nie wieder. Sie haben gesagt, hey Bro, mach dir keine Sorgen. Das Game wird jetzt ein letztes Mal ein Update kriegen, also ein allerletztes Update. Und danach werden sie sich mit Spin-Offs beschäftigen. Also mit Charakteren, so The Baby in Yellow, wo das Baby auch immer mal wieder vorkommt. Aber wo es um sozusagen die Nebenstories geht und so weiter. Die wollen sich halt weiterentwickeln. Die wollen dieses The Baby in Yellow Spiel mit noch ein paar anderen Games sozusagen kombinieren, dass man dieses eine Spiel spielt, was eine Story bekommt, das andere Spiel, damit man so die Hintergrundstory von dem Baby auch kennenlernt. Deswegen, Freunde, ich habe auch zu denen gesagt, ich habe so viel Liebe mit The Baby in Yellow gehabt und irgendwann haben die besten Dinge ihr Ende, ist immer so. Und ich kann es halt auch verstehen. Also, sie werden sich jetzt mit The Baby in Yellow ein letztes Mal beschäftigen und danach war es das. Dann kommt nichts mehr, dann wird es ein neues Spiel geben, was zu dieser Thematik The Baby in Yellow passt. Ja, ich würde sagen, das war's wieder mit einem weiteren Video zu The Baby in Yellow. Falls ihr mehr wollt, falls ihr vielleicht auch Shorts wollt oder vielleicht sollen wir nochmal irgendwie eine Hacker-Episode machen, schreibt das alles gerne in die Kommentare. Es liegt ganz an euch, was ihr möchtet. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Schönen Tag und ein dickes Küsschen. Euer Denno out.